machst du noch den Fernseher aus? Ich schließe nur die Tür ab. Du musst den Wecker noch stellen. Warum soll ich den Wecker stellen? Weil wir ihn immer stellen. Ja, wir stellen den Wecker. Er weckt auch, aber wir stehen nicht auf. Ich frag jetzt mal, hat es überhaupt einen Sinn, den Wecker zu stellen? Man weiß dann, dass der Tag beginnt. Aber wir stehen nicht auf. Das ist eine andere Sache. 7 Uhr? Es hat einen Sinn. Man weiß dann, dass es 7 Uhr ist. Es hat seine Bedeutung, weil es eine Tatsache ist. Du hast den Fernseher nicht abgestellt. Ich habe ihn nicht abgestellt. Höre ihn rauschen. Ich höre nichts rauschen. Dann deine Ohren nachlassen. Vielleicht lassen Sie nach, weil Sie schon so viel gehört haben. Und was Sie zu hören bekommen, das interessiert Sie nicht mehr. Großer Gott. Warum kommst du nicht? Kommst du mal? Was ist denn? Ist dir was? Ist dir was passiert? Großer Gott. Was ist denn? Ja, komm jetzt. Wenn der Mann tot ist, dann habe ich einen Mord gesehen. Einen Mord und einen Mörder. Mord? Und Mörder? Ich kenne doch die Leute da drüben. Ich war da, habe gefragt, ob sie jemanden zum Putzen brauchen. Der Mann ist tot. Der andere hat ihn... Hat ihm die Hände um den Hals gelegt, bis der Mann sich nicht mehr rührt. Was machen wir jetzt? Ja, ich sagte dir doch, ich habe mich da einmal vorgestellt. Ich habe sogar die Telefonnummer noch vom Büro. Könnt ihr mal nachfragen, was da los ist? Dann wollen wir uns da einmischen? Das ist doch kein Einmischen. Ich möchte nur fragen, was da los ist. Nur mal probieren, wer am Apparat ist. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Schau mal hinaus. Es meldet sich niemand. Ja? Ist dort die Firma Holbein? Was ist denn los bei Ihnen? Ich sehe jemand auf dem Boden liegen. Hallo? Sind Sie noch da?
Da steht jemand am Fenster. Alles dunkel jetzt. War jemand am Apparat? Ein Mann. Er hat ja gesagt und aufgelegt. Was willst du jetzt machen? Die Polizei muss eben nachsehen, ob da ein Toter liegt. Nicht, dass wir da reingezogen werden, Anna. Ich werde nur sagen, dass ich einen Toten gesehen habe, mehr nicht. Aber das muss ich doch tun. Guten Morgen, Herr Weser. Guten Morgen, Stefan. Ja? Der Tote liegt hier nebenan. Hier, schau, das Schloss wird aufgebrochen. Josef Kernbacher, Alter 54. Die Papiere des Toten. Todesursache? Nach erster Untersuchung erwürgt. Wo geht's denn dahin? Alle Räume gehören zu einer Firma. Was ist das für eine Firma? Hollwein und Co. Import-Export, was die genau importieren und exportieren, noch keine Ahnung. Wer ist der Tote? Das ist ein Angestellter der Firma. Ist irgendjemand schon benachrichtigt worden? Ja, der Inhaber der Firma, Herr Hollwein. Seine Reaktion? Der war ganz erschüttert. Er sagte, mit was für einer Nachricht holen Sie mich aus dem Bett? Ja, weißt du, irgendetwas ist da merkwürdig, Harry. Wie wurde die Polizei verständigt? Ja, es hat jemand angerufen, eine Frau hat angerufen. Ja, und die sagte, ich habe da einen Toten gesehen. Mhm. Nannte Straße, Hausnummer, Stockwerk, aber den Namen eben nicht. Ne? Ja, aber sie sagte, ich habe einen Toten gesehen. Was hast du denn hier gesehen? Hat sie ihn entdeckt? Hat sie ihn aufgefunden? Hier aufgefunden? Keine Ahnung. Ein Hinterhaus. Ziemlich altes Gebäude. Wir schauen zu uns rauf. Lass uns weggehen. Ja, warum? Man sieht doch, dass sich da was tut. Der Firmeninhaber. Unglaublich. Die ganze Zeit, während ich hier war, dachte ich, unmöglich, das kann einfach nicht stimmen. Sehen jetzt. Jetzt muss ich es glauben. Gehen wir in den Nebenraum, kommen Sie. Du hast doch den Mörder gesehen. Ja. Aber nicht deutlich. Muss man das nicht der Polizei melden? Ich habe auch schon daran gedacht. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann doch jetzt da nicht hinübergehen in all dem Aufruhr. Weißt du, ich traue mich einfach nicht. Er war mein Prokurist. Ein sehr enger Mitarbeiter. Seit 7 Jahren bei mir. Damit so etwas wie, ja, wie ein Freund. Entschuldigung, ich bin etwas durcheinander. Wie ist er denn umgekommen? Er wurde erwürgt. Die Obduktion kommt noch. Erwürgt. Herr Holland, der Mord passierte gegen 12:30. Meine Frage ist jetzt natürlich, was tat Ihr Angestellter um diese Zeit im Büro? Das ist mir absolut rätselhaft. Ich habe dafür keine Erklärung. Ja, alles ist aufgebrochen, alles ist durchwühlt. Der Tod ist abtransportiert, die Spuren sind gesichert. Also wenn Sie wollen, Sie können nachsehen, ob irgendetwas fehlt. Ich weiß nicht, was fehlt. Ich kann jetzt wirklich nichts feststellen, nur Papiere hier, nicht mal wichtige, irgendwelche Papiere. Was für ein Geschäft haben Sie denn? Wir importieren, exportieren. Alles, was sich importieren, exportieren lässt. Wir sind eine sehr erfahrene Firma mit sehr guten Auslandskontakten. Tja, also Geheimnisse, geheime Papiere, geheime Dokumente, die verwahren Sie ja nicht hier, ne? Nein.
Der Mord ist gemeldet worden. Von wem? Jemand hat angerufen, hat gesagt, er sehe einen Toten und nannte uns Straße, Hausnummer, Stockwerk. Ja, wir sehen uns dann morgen früh zusammen mit Ihren Mitarbeitern, ja? Ja, in Ordnung. Ich sehe das jetzt erst. Die Tür ist ja aufgebrochen. Ja, ja, ist nicht sehr fachmensch. Lässt das irgendwelche Schlüsse zu? Wir werden sehen. Bis morgen dann. Bis morgen. Harry, Moment mal. Er fragte, der Mord ist gemeldet worden, von wem? Und ich sagte, jemand hat angerufen, er sehe einen Toten. Das ergibt keinen Sinn, es sei denn, die Vorhänge waren nicht zu. Na, Steffen, überleg dich mal. Ich meine, jemand veranstaltet hier ein solches Chaos und das bei offenem Vorhang ist es. Also schwer vorstellbar, meine ich. Da bitte. Ist ganz leicht, darüber zu sehen. Ist doch gar nicht weit weg. Ja, aber trotzdem, ich meine, willst du jemand bei offenem Vorhang umbringen? Ja, wissen wir denn, was sich hier abgespielt hat? Moment mal. Da war doch vorhin noch das Fenster hin und zwei Personen standen dahinter. Um 2 Uhr nachts. Stehen da und schauen hier rüber. Du meinst den Mann und die Frau, ne? Ja, und deine Frau sagte, ich habe da einen Toten gesehen. So. Und jetzt haben wir noch eine traurige Pflicht zu erfüllen. Was ist denn hier los? Ein Einbruch im ersten Stock. Ja, kommen Sie zufällig hier vorbei? Nee, wir wollten die Wohnung Kernbar haben. Ja, da ist eben eingebrochen worden. Was? Ja, der Mieter ist nicht zu Hause. Der Mieter ist tot. Im ersten Stock, sagen Sie? Mein Kollege ist oben. Eine Nachbarin hat den Einbruch bemerkt. Die Wohnungstür stand sperrangelweit auf. Ob etwas fehlt, ist nicht festzustellen. Na, wohnt der Mieter hier allein? Ja, er hat einen Sohn, wie die Nachbarin sagt, aber der wohnt nicht hier. Hallo, Derek, was machen Sie denn hier? Wir sind gerufen worden, weil es hier einen Einbruch gegeben hat. Ja, das hier ist ein Einbruch. Aber leider ist er verbunden mit einem Mord. Mord? Ja. Weißt du, was da drüben los ist? Was ist denn da los? Na, ich sag dir, alle sind da. Nur im Mordzimmer ist keiner. Da darf wahrscheinlich keiner rein. Weißt du was? Ich möchte da mal rübergehen. Das sind meine Angestellten, Herr Maurer, Herr Ziegler, Herr Schönwald, Frau Flohr, meine Sekretärin ist gerade. Der Kern unserer Firma. Dann haben wir noch Hilfskräfte, Bürobodenfahrer, die ich Ihnen auch vorstellen kann, wer Sie Wert darauf legen. Wir sind alle ganz erschüttert. Kernbacher war ein besonders guter Kollege von besonderer Zuverlässigkeit. Ja, von Akkuratesse. Man konnte sich auf ihn verlassen. Welche Aufgaben hatte er in der Firma? Er war Prokurist. Und als solcher ein tüchtiger Mann. Allerdings immer ein bisschen ein Eigenbrötler. Und dadurch auch etwas kontaktarm. Sein Privatleben war uns, also uns hier in der Firma, unbekannt. Privatleben? Das wird er doch sicher gehabt haben. Ach, Sie wissen, dass in der Wohnung von Kernbacher eingebrochen wurde? Ja, wir haben es gehört. Ich meine, das ist der Grund, weswegen ich sein Privatleben erwähne. Der Mord könnte doch ganz andere Gründe haben. Gründe, die, ich meine, auf keinen Fall mit uns, also mit der Firma, zu tun haben. Die Tatsache, dass auch bei Herrn Kernbacher selbst eingebrochen wurde, gibt uns natürlich allen zu denken. Das dürfte kein Zufall sein, nehme ich an. Das denken wir auch. Der Einbruch bei uns ist also kein gewöhnlicher Einbruch, sondern steht in direktem Zusammenhang mit unserem Kollegen Kernbacher. Anzunehmen, ja. Frage also, wer war Herr Kernbacher? Außer, dass er diese Firma Prokurist war. Tja, er war Herr Kernbacher. Er blieb immer so etwas wie ein Sonderling. Ja, zugegeben, ein hervorragender Fachmann, aber menschlich in seinen Beziehungen zu anderen wohl doch zuweilen ein Problemfall. Welche Beziehungen hatte er denn? Da fragen Sie mich zu viel. Nach Büroschluss verschwand er und am anderen Morgen tauchte er wieder auf.
Zwischenzeit unbekannt. Nein, über sein Privatleben sprach er nie. Wir wussten, dass seine Frau vor Jahren gestorben ist, dass er allein lebt, einen Sohn hat, den wir noch nie zu Gesicht bekommen haben. Also, wenn Sie mal Ihren Eindruck über Kernbacher zusammenfassen wollen. Naja, im Ganzen war er wohl etwas trocken, unlebendig, ohne besondere Vitalität. Es machte auf mich immer den Eindruck, als gehöre er einer Sekte an, in der alles, was Spaß macht, verboten ist. Ja, ich habe auch für Herrn Kernbacher gearbeitet. Ein Einbruch hier, ein Einbruch bei ihm zu Hause. Nahm Herr Kernbacher Arbeit mit nach Hause? Ich weiß es nicht. Es wäre sehr ungewöhnlich. Sagen wir so, es wäre nicht seine Art. Einer der Herren sagte, Herr Kernbacher sei ihm so vorgekommen, als würde er einer Sekte angehören, bei der alles, was Spaß macht, verboten ist. War das so? Er war ein sehr moralischer Mensch. Heute Morgen. Wir alle stehen vor einem Rätsel. Ihr Vater ermordet hier in seinem Büro. Sie finden uns alle tief erschüttert. Danke. Der junge Herr Kernbacher ist gekommen. Danke. Herr Kernbacher, wir haben gestern Nacht noch versucht, Sie zu erreichen, aber wir konnten nicht erfahren, wo Sie wohnen. Darf ich hineingehen? Ja, bitte. Wer hat ihn umgebracht? Wir wissen es noch nicht. Ein Einbrecher? Ja, ein Einbrecher. Jemand, der hier was Bestimmtes gesucht hat, der wurde von dem Vater überrascht. Dabei kam es zum Handgemenge und dabei wurde ihr Vater getötet. Der Täter war wahrscheinlich auch in der Wohnung ihres Vaters, hat dort alles auf den Kopf gestellt. Die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, was der Täter, der Mörder, ich meine, was könnte er gesucht haben? Hier in seinem Büro und bei ihm zu Hause. Es wird wohl mit seiner Arbeit zusammenhängen, mit dem, was er hier tut. Und was tut er hier? Haben die Herren Ihnen das nicht gesagt? Ihr Vater war Prokurist, nicht wahr? Ja. Aber seit einigen Monaten hat er nicht mehr so gerne hier gearbeitet. Warum nicht? Er sagte mir, das Klima hat sich verändert. Moment mal. Ganz genau jetzt. Jedes Wort ist wichtig. Er sagte, Menschenleben scheinen denen gleichgültig zu sein. Ja, was meint er damit? Das muss mit einem Riesengeschäft zusammenhängen. Mit Provisionen in Höhe von $1 Millionen. Da sind Sie ja, Holmes. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert. Moment. Darf ich fragen, wie weit wir noch gebraucht werden? Ich hätte gern noch mit Ihnen gesprochen, auch mit Ihren Herren. Dann mache ich einen Vorschlag. Gehen wir doch alle rüber. Hier um die Ecke ist ein kleines Restaurant. Man kann dort sehr gut essen. Einverstanden? Nichts dagegen. Sie kommen doch mit. Kommen Sie, meine Herren. Da fahren Sie nach Hause, sagen Sie meiner Frau, ich weiß noch nicht, wann ich hier bekomme. Kommen Sie mit, Frau. Wegen der Putzstelle. Ich hatte mich vor ein paar Tagen schon vorgestellt und wollte fragen. Büros sind heute geschlossen. Anna? Ja, ich bin's.
was erfahren? Ja. Ja, Rudolf. Ich habe alle gesehen. Die ganze Firma. Die Polizei. Aufgescheucht. Alle aufgescheucht. Ich glaube, ich habe den Mörder gesehen. Die Auskünfte sind gut. Holbein hat einen einwandfreien Leumund. Bankauskünfte sehr gut. Eine potente Firma, mit der man gern zusammenarbeiten möchte. Ja, aber sein Prokurist sagte, Menschenleben scheinen ihnen gleichgültig zu sein. Und es hat mit einem Geschäft zu tun, in dem Provisionen in Millionenhöhe drin sind. Dollar. Bei welchem Geschäft fragt man nicht nach Menschenleben? Sind ihnen gleichgültig? Waffen? Waffenhandel? Gut. Dann fragen wir Holbein einfach mal selbst. Ja, bitte? Mein Name ist Derek, Kriminalpolizei. Kann ich bitte Herrn Holbein sprechen? Das tut mir leid, mein Mann ist nicht zu Hause. Er hat eine wichtige Besprechung in der Stadt. Kann ich was ausrichten? Wird nicht nötig sein, besten Dank. Bestellen Sie Ihrem Mann, dass ich mich wieder melde, ja? Dankeschön. Anna, hörst du das Telefon? Ja, ich gehe schon hin. Ja, bitte? Wer ist da? Bermann hier. Ich gebe Ihnen einen Rat, halten Sie sich da raus. Wie bitte? Ich sagte, halten Sie sich raus aus der Sache. Gehen Sie zu Ihrem Briefkasten. Was Sie da finden, gehört Ihnen. Wer war denn da? Wer hat denn da angerufen? Ich soll mich da raushalten aus der Sache. Und ich soll zum Briefkasten gehen. Ein Brief. Ein Brief. Sonst nichts? Kein Brief? Nur Geld. Wie viel ist denn das? Das sind ja Tausende. Tausende müssen das sein. Wer steckt uns denn sowas in den Briefkasten? Halten Sie sich raus aus der Sache. Das ist dafür, dass wir uns heraushalten sollen. Ich hätte mich sowieso herausgehalten. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Also rauf in den vierten Stock. Gehen wir einfach alle Wohnungen auf. Bei uns? Warte, Rudolf. Das wird jetzt langsam unheimlich. Erst muss das Geld weg. Ich gehe hin. Wer ist denn da? Kriminalpolizei. Können Sie mir bitte aufmachen? Moment, bitte. Können wir Sie mal sprechen? Ja, ja, bitte. Vielen Dank. Sie sind doch Frau Beermann, nicht wahr? Ja. Das ist Herr Derek, mein Name ist Klein. Können wir reinkommen? Ja. Danke. Das ist mein Mann. Guten Tag, Herr Beermann. Worum geht es denn? Hey, können wir mal aus diesem Fenster sehen? Ja. Danke. Das ist es nicht. Hm. Herr Beermann, gibt es in der Wohnung noch ein Fenster, das zu dieser Seite rausgeht? Nebenan in der Küche. Dankeschön.
Das ist das Fenster. Da lag der Tote. Frau Beermann, haben Sie gestern Nacht die Polizei angerufen und gesagt, ich sehe einen Toten? Und haben Sie den Toten gesehen vom Küchenfenster aus? Hier im Gebäude nebenan. Frau Beermann, haben Sie die Frage verstanden? Ja, ja. Nein. Was soll ich gesehen haben? Gegenüber in diesem Gebäude ist gestern Nacht ein Mord verübt worden. Ja, das haben wir gehört. Sie standen nachts am Küchenfenster und haben herübergeschaut. Ich? Ja, Sie. Sie beide. Wir haben Sie gesehen. Es war immerhin 2 Uhr nachts. Warum standen Sie am Fenster? Wollten Sie vielleicht sehen, was aus Ihrer Anzeige geworden ist? Frau Beermann, Sie haben doch angerufen, nicht? Sie haben gesagt, Sie sehen da einen Toten liegen. Nein, nein, ich habe nicht telefoniert zur Polizei, wie Sie sagen. Sie irren sich. Wir sind uns übrigens heute schon begegnet. Sie waren drüben im Bürohaus. Ja, ja. Ich wollte nachfragen wegen einer Putzstelle. Aber man sagte, das Büro sei heute geschlossen. Frau Beermann, sagen Sie auch die Wahrheit. Aber ja. Aber sicher. Gut. Dann entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie belästigt haben. Auf Wiedersehen. Ja, ich konnte es doch nicht sagen. Wir haben das Geld noch im Haus. Halten Sie sich raus aus der Sache. Der Mann hat doch ganz recht. Das Geld muss weg. Ja, was sollen wir denn damit machen? Hast du noch ein Bier? Das für morgen muss ich erst kaufen. Dann lass uns runtergehen. Linda? Hallo, Papa. Hallo. Schon zu Hause? Wo ist Mama? Da kommt sie gerade. Ich muss gleich wieder weg. Hat irgendjemand für mich angerufen? Ja, ein Kriminalbeamter. Was wollte er? Das hat er nicht gesagt. Er sagt, er meldet sich wieder. Was hast denn du mit der Kriminalpolizei zu tun? Ach, vielleicht ist er das. Hier willst du nicht rangehen. Ja. Hallo? Herr Holwein, hier ist Derek. Ich würde gern mal bei Ihnen vorbeikommen. Jetzt? Ich habe eine wichtige Verabredung. Ist es sehr dringend? Ja, dringend und wichtig. Na gut, dann warte ich auf Sie. Worum es geht, können Sie mir das nicht sagen? Nein, aber ich fahre sofort los. Ist irgendwas passiert? Ein Mitarbeiter von mir ist heute Nacht ermordet worden. Wer denn? Kernbacher. Aber er fragt mich jetzt nicht. Wo denn ermordet? Heute Nacht in unserem Büro. Eine ganz rätselhafte Geschichte. Ja. Hallo, Ziegler. Da drin war es. Ja, als hätte es der Postbote reingetan. Wenn solche Briefe verteilt würden, was? Was? Kein Geld? Ja, dann geh doch einfach zum Briefkasten. Was meinst du, wie dann jeder jeden Morgen zum Briefkasten rennen würde? Du. Wo hast du das Geld? In der Tasche. In der Brusttasche. Du, Anna. Anna, die gehen mit ihrem Hund spazieren und wir mit 5000 Mark. Ihr kriegt direkt einen anderen Gang. Habe ich nicht einen anderen Gang? So. Und jetzt will ich mein Bier haben. Für morgen, für übermorgen, für die ganze Woche.
ja. Trink nicht so viel. Warum soll ich nicht? Weil du es nicht gewohnt bist. Was man nicht gewohnt ist, bringt einen durcheinander. Oh. Gib's doch ein kleines Schnäpschen. Das siehst du, es geht schon los. Was geht los? Dass du kein Maß kennst. Jetzt nehmen wir ein Taxi. Was für die paar Schritte nach Hause? Wir gehen auch nicht nach Haus. Komm, steig ein. Wo soll es denn hingehen? Wo man Enten füttern kann. Kommen Sie, meine Herren. Herr Kernbacher? Bitte, meine Herren. Linda, meine Frau. Grüß Gott. Herr Derek, sein Kollege. Und du kennst auch den jungen Herrn Kernbacher? Nein. Ich habe eben erst erfahren, was passiert ist. Es tut mir leid, dass Sie Ihren Vater verloren haben. Etwas zu trinken. Bitte sorgt für alles. Ja. Bitte, meine Herren. Wollen wir gleich zur Sache kommen? Ich habe nämlich noch eine Verabredung, die ich wahrnehmen möchte. Was will denn die Polizei noch mal hier? So. Du kannst es jetzt reinbringen. Herr Holwein, Export-Import. Handeln Sie auch mit Waffen? Aber ja. Aha. Natürlich nur im Rahmen des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Ja. Aber bitte, meine Herren, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Meine Tätigkeit vollzieht sich nach der Regelung des Paragraphen 5 dieses Gesetzes. Ich handle nicht von deutschem Boden aus, sondern ich bin Beschäftigter einer Firma, die ihren Sitz in der Schweiz hat. Beschäftigt sind Sie also mit welchem Auftrag? Absatzchancen zu finden für das, was anzubieten ist. Und was ist anzubieten? Nun, danke. Das ist ein sehr vielseitiger Markt, den wir nicht allein bedienen. Auf dem wir sowieso Neulinge sind. Die großen Brocken gehen an uns vorbei. Ja, was bezeichnen Sie als große Brocken? Kampfflugzeuge, Helikopter, die FH-Howitz-Haubitze, Tauraketen, naja, alles, was es so gibt. Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen? Nun ja, Ihr Prokurist, der Kernbacher, der war nicht mehr sehr gern in Ihrer Firma. Er sagte zu seinem Sohn, na, was sagte Ihr Vater? Mein Vater sagte, den Leuten in meiner Firma sind Menschenleben gleichgültig. Was? Was reden Sie da? Wenn Sie nur die Provision einstecken dürfen in Millionenhöhe. Also jetzt verstehe ich ernstlich nicht, wovon die Rede ist. Du verkaufst Waffen, Vater? Ich verkaufe keine Waffen, das darf ich gar nicht. Ich beteilige mich an diesen Geschäften im Rahmen des Paragraphen 5 des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Also, absolut legal. Kanonen, Gewehre? Im bescheidenen Rahmen. Das sind Waren wie alle anderen. Sie werden gebraucht, hergestellt, auf den Markt gebracht. Und sie werden gegen Menschen eingesetzt. Wollen wir hier philosophieren über Krieg und Frieden? Nichts dagegen, aber es ist nicht meine Sache. Nein, es geht um Mord. Sie fragen mich doch im Zusammenhang mit der Ermordung meines Prokuristen. Ja. Das ist der springende Punkt. Haben Sie noch mehr Fragen? Nicht im Moment. Das war alles. Darf ich dann wiederholen, dass ich noch eine wichtige Verabredung habe? Ich halte Sie ja nicht auf. Mann war wirklich sehr neidisch. Machen Sie sich keine Gedanken. This is a very random type of machine.
Well, we can give you 300 if you want. 400. This is a very brand new type of machine. Yes, we can expect it. This is very important. Sorry, Mr. Morrison, I'm late. Hello, Richard. Not to worry about those things. Let's get on with the work. We've got lots to do. Wir trinken noch was. Natürlich, alles läuft bestens. Dass das Geschäft den Finden stören würde, wäre jedes Aufsehen. Was wollte eigentlich die Polizei von Ihnen? Kernbacher hat seinem Sohn gegenüber Bemerkungen gemacht. Über die Firma, über uns. Mhm. Menschenleben seien uns gleichgültig, wenn wir nur genügend Provisionen einstecken in Millionenhöhe. Daraufhin fragte mich der Polizist, ob wir irgendwas mit Waffenhandel zu tun haben. Und? Kommt er denn da drauf? Ich weiß nicht. Ich sagte ja. Wir sind unter anderem auch auf diesem Gebiet tätig. Eine Folge unserer weltweiten Kontakte. Deswegen nehmen wir auch diese Geschäfte wahr. Nein. Selbstverständlich im Sinne und unter strikter Beachtung des Paragraphen 5. Über Art und Umfang der Geschäfte? Kein Wort. Wir dürfen keine Aufsehen vertragen. Was ist mit dieser Frau am Fenster? Was machen wir denn heute? Na, hast du das Wetter gesehen? Ein ganz herrlicher Tag, ein Tag zum Wandern. Oder hast du eine andere Idee? Ich habe eine. Es ist so etwas wie eine Erinnerung, ein Erlebnis, das ich nie vergessen habe. Oh. Haben Sie ein Taxi bestellt? Ja, wir. Danke, ist nicht nötig. Mit Strafe wird jeder Deutsche bedroht, der gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstößt, in schweren Fällen mit bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug. Donnerwetter. Kommt noch besser. Das betrifft den, der ohne Genehmigung Kriegswaffen verkauft, vermittelt oder Verkaufsgelegenheiten nachweist. Eine Ausnahme regelt § 5. Der braucht keine Genehmigung, der als Beschäftigter anderer tätig wird. Und wenn der andere ein Ausländer ist. Also nehmen wir mal an, Kernbacher war von vornherein gegen diese Geschäfte und wusste, dass diese Ausnahmebestimmung nicht gegeben war. Ja, und das konnte er ja wohl auch nachweisen und hatte ja wohl auch die Absicht, das Geschäft zu verhindern. Na, es könnte doch sein, dass er sich die Unterlagen, ich meine die Beweise für die Unrechtmäßigkeit dieses Geschäftes, in seinem Büro besorgt hat. Er brauchte gar keinen Schlüssel, muss nicht mal einbrechen. Er ist in diesem Büro, sucht diese Sachen und wird nach Mitternacht überrascht und dabei umgebracht. Und der Einbruch war nur vorgetäuscht. Der Mörder sitzt in der Firma. Das Wohl unseres lieben Gottes, der uns das alles beschert hat. Hm? Und in den Briefkasten gesteckt. An Mr. John F. Clerk, Lee Company Luxemburg. Herr Holwein, kommen Sie mal bitte schnell. Du
Da sind Sie wieder. Sie fahren nur noch Taxi. Wogegen wir ja nicht zahlen. Du bist nervös? Na, wieso? Ich bin völlig okay. Die Polizei hat nicht nochmal angerufen? Nein. Hast du Angst vor der Polizei? Was willst du denn da? Natürlich nicht. Die Leute stehlen mir nur meine Zeit, das ist alles. Sie versuchen, einen Mord aufzuklären. Von denen habe ich auch gar nichts. Es gefällt mir nicht, wie du darüber sprichst. Wie spreche ich denn darüber? Ohne Mitgefühl. Was ist das für ein Wort? Brauchen Sie mich noch? Ja, ja, warten Sie noch. Ich habe noch mit Ihnen zu sprechen. Ich muss vielleicht noch mal weg. Ich bin mitten in Verhandlungen und brauche meine Nerven. Wo ist Hertha? Auf Ihrem Zimmer. Sie hat Besuch. Besuch? Der junge Kernbacher ist bei ihr. Was machen Sie denn hier? Was geht dir vor? Warum besucht dieser Mann dich? Worüber habt ihr geredet? Aber Vater... Worüber? Ich will es wissen! Wir haben uns ganz allgemein unterhalten. Das glaube ich Ihnen nicht. Mit welcher Absicht sind Sie hier? Ich habe ihn gebeten, mich aufzusuchen, weil er hat seinen Vater verloren. Jetzt hör mal zu. Sein Vater war ein guter Mann, ein sehr guter Mann sogar. Aber er hat die Interessen der Firma nicht wahrgenommen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich hätte ihn wahrscheinlich entlassen. Du sprichst von einem Menschen, den man ermordet hat. Ist dir ein Leben wirklich so gleichgültig? Macht mich nicht wahnsinnig! Das Wetter hält sich. Nehmen wir ein Taxi? Was machen wir mit den alten Leuten? Das schaffen wir. Die haben noch keinen Grund, ihr Verhalten zu ändern. Stopfen wir ihn halt den Briefkasten noch mal voll. Die Herren von der Polizei. Guten Tag. Wir sind gerade in einer Sitzung. Wen wollen Sie sprechen? Ihre Sekretärin, Frau Flohr. Meine Sekretärin? Bitte. Neue Schuhe könnte ich brauchen. Fahren wir doch heute in die Stadt. Was hältst du davon? Was, neue Schuhe? Brauche dringend einen neuen Hut. Frau Flohr, kennen Sie den Paragraphen 5 des Kriegswaffenkontrollgesetzes? Ja, ja, ich... Ja, den kenne ich. Tja, also dass Verkäufe von Waffen, von Kriegsgeräten nicht von deutschem Boden ausgeführt werden dürfen. Überhaupt nicht von deutschen Staatsangehörigen. Wenigstens nicht im eigenen Namen. Sehr gut. Und wurde in dieser Firma gegen das Gesetz verstoßen? Ich weiß darüber nichts. Ich bin Sekretärin, weiter nichts. Man diktiert mir und ich schreibe. Ich kenne keine Gesamtzusammenhänge. Sie weiß, dass sie gefeuert wird, wenn sie auch nur das Geringste sagt. Wie war nun die Meinung Ihres Prokuristen zu diesen Geschäften? Billigte er Sie oder war er dagegen? Und wenn er dagegen war, wie äußerte sich seine Kritik? Ich weiß nichts, wie er dachte, was er dazu sagte. Ich weiß es nicht. Er war dagegen, nicht wahr? Er wusste, dass in dieser Firma gegen das Gesetz verstoßen wurde. Hat er mit einer Anzeige gedroht? Ich weiß das nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Frau Flohr, bedroht Sie jemand? Hat Ihnen jemand verboten, auszusagen? Antworten Sie bitte. Stefan, kommst du mal? Ja. Schau dir mal die Biermanns an. Fahren mit dem Taxi. Die fahren seit 3 Tagen nur mit dem Taxi.
steht dir gut. Ah, ich finde das komisch. Was? Was ist komisch? Ich überlege gerade, was komisch ist. Neuer Hut zu alten Kleidern. Na, sag doch was. Siehst gut aus. Aber etwas stört mich. Ja, was stört dich? Ich passe doch nicht mehr zu dir. Jetzt gehen wir in die Herrenabteilung. Guten Tag, Frau Beermann. Dürfen wir noch mal stellen? Guten Tag, Herr Beermann. Guten Tag. Sie können sich sicher denken, weswegen wir hier sind. Nein. Möchten Sie ein Bier? Nein, nein, vielen Dank. Wir müssen Ihnen noch mal ein paar Fragen stellen. Ja, Frau Beermann. Waren Sie es, die in der Mordnacht die Polizei angerufen hat und gesagt hat, ich sehe da einen Toten? Und haben Sie ihn von hier aus gesehen? Ich meine, von dem Fenster in der Küche dort. Bitte, sagen Sie mir die Wahrheit. Bekommen Sie Geld dafür, dass Sie mir das verschweigen? Frau Beermann, von wem bekommen Sie Geld? Das Geld liegt immer im Briefkasten. Der Mörder schickt Ihnen Geld? Der Mörder, der Mörder. Weiß ich, wer der Mörder ist? Ja, ich habe es gesehen. Ich habe den Mord gesehen. Vom Fenster. Ich habe gesehen, wie jemand umgebracht wird. Aber ich kenne den Mörder nicht. Ich weiß nicht, wer er ist. Ich kann es nicht sagen. Glauben Sie, meine Augen sind noch so gut, dass ich den Mann wiedererkennen würde? Der Mörder? Wer immer es war, schickt Ihnen Geld. Er glaubt also, erkannt worden zu sein. Herr Beermann? Kann ich jetzt bitte doch ein Bier bekommen? Ja, Anna. Ja, ich komme schon. Harry. Der Mörder glaubt, erkannt worden zu sein. Wir gehen jetzt folgendermaßen vor. Wir sind alle gebeten worden, uns hier zu versammeln. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Guten Tag. Sie auch? Ist das hier eine Großveranstaltung? Wer hat Sie hergebeten? Die Polizei bat mich, bei der Aufklärung des Falls dabei zu sein. Bei der Aufklärung? Was wollen Sie denn hier? Warten Sie draußen. Die von der Kriminalpolizei haben mir gesagt, dass ich ins Haus gehen soll. Ja gut, dann warten Sie in der Küche. Man hat mir ausdrücklich gesagt, ich soll zu Ihnen oder zu den anderen gehen. Was nehmen sich diese Leute eigentlich heraus? Wo sind die übrigens? Sind gerade angekommen.
Machen Sie sich keine Sorgen. Tun Sie ganz einfach, was ich Ihnen gesagt habe. Ja? Ja, ja. Ich habe Sie alle hier bestellt, weil Sie alle in irgendeiner Weise mit diesem Fall zu tun haben. Der Mord hat Zeugen gehabt. Zwei Leute, die im Nebenhaus wohnen, haben von ihrem Fenster aus den Mord beobachtet und haben die Polizei verständigt. Nun ja, es sind alte Leute, es sind ängstliche Leute. Und nach einem Drohanruf, da haben sie natürlich nicht mehr den Mut gehabt, offen zu sagen, dass sie den Mörder erkannt haben. Er hat übrigens versucht, sie zu bestechen. Er hat ihnen Geld in den Briefkasten gesteckt. So. Und jetzt werden uns die Beermanns den Mörder zeigen. Harry. So, kommen Sie bitte. So, Frau Beermann, jetzt schauen Sie sich in aller Ruhe um. Und dann zeigen Sie uns den Mann, den Sie von Ihrem Fenster aus gesehen haben, ja? Ja. Kommen Sie. Sind Sie wahnsinnig geworden? Mich haben Sie gesehen? Mich? Wollen Sie damit sagen, dass ich Kernbacher umgebracht habe? Ich? Die Frau, die ist ja verrückt! Aber wieso denn? Sie sind doch gar nicht zu verwechseln mit Ihrer Uniform. Aber jetzt helfen Sie mir mal. Sie auch. Ich denke ja gar nicht daran, für andere die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Was da passiert ist, damit habe ich nichts zu tun. Ich nicht! Sie habe ich doch nachts noch ins Büro gefahren. Sie sagten, ich muss da jemanden zurückhalten, eine Dummheit zu begehen. Und derjenige, den Sie zurückhalten wollten, das war unser Prokurist. Ich habe seinen Wagen gesehen, vorm Büro, nachts 12:30. Und dann kamen Sie aus dem Haus und haben am ganzen Körper gezittert. Sie konnten ja gar nicht sprechen. Und Sie haben gesagt, kein Wort darüber, wo ich heute Nacht war. Na also. Bitte. Danke. Danke. So. Wir bringen Sie noch ins Haus. Ach, das ist wirklich nicht nötig. Vielen Dank fürs Herbringen, Herr Derek. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Wir hatten eine Reihe von schönen Tagen.